Servus, Grüß und Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Desolate Wasteland. Ja, es gibt mich immer noch und es wird in der Desolate Wasteland-Welt immer schlimmer. Wenn ihr mal nach links unten schaut, also hier, wo einmal die Uhrzeit angezeigt wird, dann merkt ihr, wie der Server Ticks verschluckt und die Uhr hin und her springt. Es wird immer schlimmer und ich weiß einfach nicht, welcher Mod das daran schuld ist. Jedenfalls, ich habe in letzter Zeit immer noch sehr viel Bari hier am Spielen und mal schauen, ob ich hier. Nein, das macht man irgendwie so, oder? Super, jetzt weiß ich es wieder nicht, wie das ganze Zeugs funktioniert. Da gab es auch irgendeinen Befehl, den man hier eingeben konnte, und man sah danach. Ah, Admin Server Info. Admin Server Info. So, und hier sehen wir irgendwo. Nein, 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 nein. Ach so, hier sind die Load Chunks, genau, das ist das. Server-Info. Hier. Next Backup, welcome back. Tops. Da. Timeplate. Ja, ich bin schon 1432 Stunden auf dem Server drauf. Plus hier die komischen Teile, wo wir es auch auf dem anderen Server hatten. Jedenfalls viel. Und es hat sich die letzte Zeit auch immer und immer wieder getan. Das Beste, was ihr seht, es ist nicht mehr viel Wasteland rundum uns herum. Ich habe wirklich angefangen und ich glaube, das ist das, was den Server immer mal wieder ein bisschen Probleme macht. Oh, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich habe die Kopfhörer noch gar nicht dran. Moment schnell. So, ich hoffe, dass das Ganze jetzt nicht komisch kommt in der Aufnahme, aber man wird das hoffentlich überleben. Kommt überhaupt Audiosound rein? Naja, mal schauen. So, wir sind hier jetzt bei einer falschen Query-Station. In dem Fall habe ich hier noch nicht. Ah, da drüben sind sie. Habe ich noch nicht die Positionen abgedatet, die ich normalerweise habe. Man sieht es hier, das ganze Desolate Wasteland ist langsam weg und ich habe hier, weiß Gott, wie viel Hunderte von so kleinen Query-Stationen aufgebaut, damit das Ganze durch Dirt ersetzt wird. Die sind schon lange am Laufen und vor allem viele. Also man kann so sagen, der ganze Bereich hier oben ist eigentlich schon fast weg. Der ist auch schon weg. Hier unten ist auch schon bis hierher alles weg und hier rauf. Man kann sogar, ich glaube sogar, dass der Bereich mittlerweile weg ist. Wir können hier mal zum Marker 1.1 fliegen. Ich hoffe, das ist der. Ja. Da sieht man den großen Unterschied. So, machen wir schnell mal Tag. Time, Set, Day. Blub. Und hier sieht man, wie die Queries gearbeitet haben und das ganze Wasteland durch Dirt ersetzt haben. Und so habe ich quasi die Welt wieder repariert. Wobei das natürlich auch nur ein bisschen temporär ist, mehr oder weniger, weil die ganze Welt zu reparieren, fange ich gar nicht an. Als nächstes, was habe ich als nächstes gemacht? Es hat sich so viel getan, ich habe keine Ahnung mehr, was ich euch gezeigt habe oder nicht. Ach, das Dach ist schon noch da. Als nächstes, ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen, dass ich hier oben ein Spawner einmal dran habe. Das ist deswegen wegen dem ganzen Blood Magic Zeugs oder Moment schnell, das ist wieder mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Bei mir hat sich gerade was in den Vordergrund gesetzt, aber jetzt geht's wieder.
Oder doch nicht? Was ist denn das? Hallo? Komisch. Ach, der. Weg damit. Gut. Um einfach das Blut hier zu sammeln, hatte ich hier da so einen kleinen Spawner und dann sind die Mobs da reingefallen und da drin hat sich Blut gesammelt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich das gebraucht habe. Was ich auch noch dabei, also ich habe, stimmt. Ich habe hier mit dem Witchery-Mod angefangen, um ein paar Sachen zu craften. Gleich vorweg, neue Dimensionen gibt es keine. Das habe ich die letzten Zeit wirklich nie weiter an der Rakete, ich glaube doch an der Rakete gebaut, aber ihr werdet das auch sehen. Was ich auch dabei bin, hier hinten das ganze... Wie heißt es jetzt ganz schnell? Da haben wir es gleich. Das ist das, genau. Taint Land bin ich hier am Reparieren. Einerseits habe ich hier mal angefangen mit den ganzen Silverwood, genau, mit den Silverwoods. Ja, ich musste sie zwischendrin hoch raufbauen, weil da schon alles so verseucht war, dass bevor der Sapling überhaupt kommen konnte, ploppt er schon wieder raus. Aber ich habe mittlerweile mit dem ganzen Tomcraft-Zeugs ein bisschen herumexperimentiert und angefangen und habe da die schöne kleine Blume, die Ethereal Blom, einige von denen gecraftet oder besser gesagt mit der Alchemie herumgespielt, wie man auch immer dazu sagt. Und bin dabei, hier den ganzen Berg aufzuräumen. Also der Berg geht von hier nach hier nach hier und hier unten auch noch. Das sieht man jetzt noch nicht. Was es auch noch ist, der Berg hier soll weg, der Berg kommt weg, der Berg kommt weg und hier weiß ich noch nicht, was ich tue. Weil das ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in dem Map, da fehlt das Ganze leider. Aber das Ganze geht hier irgendwo da durch. Also da ist sehr, sehr, sehr viel. Und ich weiß nicht, ob ich das will, schaffe. Oder wie auch immer. Jedenfalls eigentlich das Ziel ist, dass wenn ich hier die Karte aufmache, alles so ausschaut, als ob es eine normale Minecraft-Map wäre. Also kein Taintland. Hier und kein Wasteland. Mal schauen, ob ich das wirklich schaffe oder nicht. Ich habe einen neuen Mitbewohner, der hier ab und zu herumläuft. Und zwar einfach nur deswegen, weil ich es kann. Hallo Donnerstag. War an einem Donnerstag, als ich eingefangen habe. Hier habe ich eine Map mir aufgehängt, die ein bisschen die Umgebung zeigt. Hier sind gerade wir mit dem im Haus und hier ist das ganze Garten. Hier sind die ganzen Auto-Crafting-Dinger und ja, hier ist eigentlich, falls ihr das vorhin gesehen habt, wir können da mal schnell noch rausschauen. Da wollte ich eigentlich den Blattaltar bauen, aber ich weiß auch noch nicht, ob der jemals fertig wird, weil ich habe immer mehr Probleme mit dem Server und es laggt immer mehr und zurzeit läuft der Server auf meinem internen Server und eigentlich habe ich jetzt doch, ich habe Serverlags. Ja, obwohl der interne Server definitiv das Ganze verkraften muss, weil, wenn man so schauen, er frisst nur 4,2 Giga Memory und die CPU ist zurzeit bei 17% für die Java-Welt, also irgendwo hat da irgendein Mod ein Riesenproblem. Hier das komische Teil, was ihr seht, das war eigentlich nur zum Brine herzustellen. Deswegen, weil ich hier unten mir eine kleine, aber feine Anlage gebaut hat, die aus einem Erz
4 Ingotsmacht, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann es euch mal zeigen, aber dafür muss ich hier schnell irgendwie schaffen, dass ich da sehe, was passiert, denn ich sehe zurzeit nicht. Doch hier. Da haben wir das Terminal. Dann gehen wir mal auf das Terminal und holen uns da irgendein Erz, zum Beispiel Tin. Das tun wir jetzt hier rein. Also man kann das Ganze ja über das MA-System natürlich steuern. Dann geht das hier rein. Oh, das war die falsche. Gut, stopp, 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 stopp. Also eigentlich kommt es zuerst hier rein. In die Elite. In der Elite wird danach, kommt es hier danach in das und das und das. Und schlussendlich ist es einfach so, dass danach 4 aus einem Tor 4 Ingots werden. Genau. Letztes Mal war das Ganze, glaube ich, noch, dass ich euch das ME-System vorgestellt habe. Und ich muss definitiv sagen, es hat sich mittlerweile sehr viel getan. Ich habe hier ein größeres Lager drin angeschlossen. Wir können eigentlich mal, der ist da drin irgendwo, glaube ich. Wo haben wir denn den da? Das Network Tool. Und jetzt sehen wir schon, wie es ausschaut. Hier unten sind überall Leitungen und Kabel verlegt ans letzte Ende, dass es irgendwie gibt. Und hier habe ich eine ganze Fabrik angeschlossen und auch Galaxy Space und Galaxy Core und wie auch immer das die Dinge heißen, mit angebunden, damit ich endlich das. Wieso habe ich hier überhaupt einen Item-Hopper? Komisch. Damit ich das Ganze viel, viel schneller craften kann. Und es hat ganz gut funktioniert. Also meine Raketen sind quasi. Ja, bis zu Tier 6 habe ich jetzt, glaube ich, alles so fertig, dass das fertig ist. Hier habe ich meine ganzen Serverschränke, sage ich jetzt mal dazu. Und hier ist eine riesengroße Leitung und da unten ist auch ein riesengroßes Leitungssystem und ich bin froh, wenn ich da nichts mehr herumbasteln muss, denn ich habe keine Ahnung mehr. Ja, so geht's, so geht's, so geht's. Okay, so viel mal zum ME-System und zu den Erzen. Und das mit den Queries haben wir auch schon gezeigt. Dann gehen wir doch mal runter schnell, würde ich sagen, zum. Was hat sich. Ah, ja, genau. Nein, nein, das kann man später. Hier baut sich das Teil wieder rein. Blüpp. Was ich auch gemacht habe, ist, ich hoffe, ich habe es im letzten Let's Show nicht schon gezeigt. Ich habe die komplette Energieleitung, die jetzt gerade da quasi bei 0 läuft. Wieso läuft die quasi bei 0? Kann das sein, dass hier da drüben vielleicht irgendwas die ganze Zeit Energy. Ah ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Egal. Schauen wir nachher. Ich habe die ganzen Energiepakete etc. alles zentralisiert. Also sämtliche Energie, die produziert wird hier in der Welt, die landet quasi hier drinnen in den großen Kapazitorbank und wird dann durch Tesseract oder die ganzen Aorta-Leitungen wie hier und ja, das zeige ich euch gleich, verteilt. Und das braucht natürlich ja, ganz lange Leitungen irgendwie quer durch das Haus und drüber und drunter. Ein Wunder, dass das ganze System so funktioniert. Wie sollte? Hier geht nämlich die nächste da durch und dahinter und darüber. Hier geht eine Aorta darüber und ja, wir haben ja nichts gesehen. Zu den ganzen Industrieteilen geht eine Aorta darüber. Hier sollte ich auch schon lange mal die Furnaces,
die ganzen Iron Furnaces ersetzen und nur noch die zwei Redstone Furnaces hinstellen mit voller Qualität bzw. vollem Speed Update. Die Reihe nämlich. Und hier stehen wir quasi vor dem komischen Energiespeicher von mir. Der ist irgendwie ganz, ganz, ganz klobig verteilt durch die Ecken. Man sieht es darüber irgendwie. Und hier oben sind dann auch noch Solarzellen. Ja. Ich glaube, was ich auch noch nicht gezeigt habe, ist, ich habe einen zweiten Atomreaktor gebaut. Oder habe ich das schon gezeigt? Ich glaube, das habe ich schon gezeigt. Geh mal wieder raus. Und wenn, dann habt ihr es jetzt gesehen. Was ich auch probiert habe, gewisse Sachen, ist. Moment, wie heißt denn jetzt ganz schnell? Der Chaos, Chaos, Craft, Chaos, Craft, Chaos, Craft. Ups, der Chaos, Craft, Altar oder wie man auch immer zu dem sagt oder nennt oder wie auch, wie man so will, zu automatisieren. Ich hatte hier Logistikpipes dran und war zuerst einmal, genau, Chaos, Craft, Altar. Und habe gedacht, dass vielleicht die Logistikpipes die Ursache alles Übels sind, wieso es leckt. Und deswegen habe ich sie wieder abgebaut. Aber es hat eh nie richtig funktioniert. Also schlussendlich wäre es danach so gewesen oder so ist es geplant. Hier lädt das ME-Interface die Sachen rein. Das Zeugs geht danach da durch und die Logistikpipes holen sich das Ganze nur. Ich habe da mehr als nur einen Planungsfehler drinnen. Deswegen sind hier auch die Vakuum-Chests, die das Zeugs, was rausploppt, wieder einsammelt. Ich will jetzt nicht darüber reden. Es funktioniert nicht. Aber es geht einfacher. Sagen wir mal so. Ich würde sagen, 90% wird gecraftet und die anderen verschwinden irgendwo im Nirgendwo. Ja, so geht das. Was ich auch gemacht habe, hier viel mehr Laser angebracht, weil ich zwischenzeitlich so viel Energie hier reinpushen musste, dass das ewig gedauert hat und ich keine Lust hatte, da ewig zu warten. Und wieso bekomme ich das Fenster hier nicht weg? Wenn es so weitergeht, mache ich danach gleich mal wie sagt man, eine Pause. Nein, okay, jetzt ist es weg. Entschuldigung, schon wieder da. Gut, dann gehen wir jetzt schnell in meine NASA, 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 NASA. Oder Moment, bevor wir zur NASA gehen, schauen wir hier schnell in das Terminal rein und craften uns mal eins da drüben für die Laser, damit ihr sehen könnt, wie das ausschaut. Was braucht hier die zum Beispiel? 10 Stück, tack. Bis das jetzt oben ist, dauert es eine Weile, weil das geht durch verschiedene Pipes durch. Deswegen gehen wir hier schnell in die NASA. Und das war eben jetzt mehr Zufall, dass wir hier gelandet sind. Hier habe ich zurzeit das ist Tier 6 Rakete stehen und danach fällt eigentlich nur noch 7 und 8 eigentlich. Ja, wenn ich da mal wieder alles schöner gemacht habe, da draußen alles sortiert, dann werde ich mal wieder in eine andere Dimension fliegen, auf einen anderen Planeten. Die anschließen, wie immer. Ich will das eigentlich irgendwie in einem Livestream machen, aber ich komme eben so selten dazu zum Livestreamen. Das ist irgendwie mein Problem. Naja. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe hier endlich schöne Wände eingezogen. Also man merkt schon, die letzten vielen Stunden war eigentlich mehr optimieren, schneller machen, besser machen und schöner machen das Ganze. Die, wo sich vielleicht jetzt schon fragen, ich habe ja mit Traumkraft begonnen und natürlich ist es natürlich wieder so, man braucht Platz, den Platz hat man nicht. Hier drinnen fängt es schon an, man sieht das. Jetzt sind schon die ersten rot und gelb und die blauen kommen auch dazu.
Irgendwo bei 5200 RF pro Tick, sogar mehr. 5,4 in dem Fall. 5400 RF pro Tick jagt das ganze Lasersystem jetzt da rein. Und durch das geht das schon recht zügig. Bei Sachen, die ich früher mehr Stunden warten musste, geht jetzt wirklich in Minuten, kann man fast sagen. Hier oben habe ich ein riesengroßes Lager angebaut für die ganzen Essenzen und so weiter und so fort. Aber das Ganze gefällt mir einfach nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, bau doch für das Ganze eine eigene Höhle und hier ist sie. Ein bisschen, ja, man kann schon sagen, Zukunftshöhle oder Futuristic. Ich habe hier die ganze Infused Stones genommen und mir das Ganze da einfach ein bisschen so drüber gezogen. Auch musste ich Kompromisse eingehen in die Höhe, weil ich natürlich zwischendrin kam ich danach wieder zu anderen Plätzen, die ich schon gebaut habe. Aber durch das, dass das Ganze so verschmilzt, schaut das gar nicht so dumm aus. Und hier auf der Seite sind dann einfach Future Blocks. Und hier habe ich danach einfach gedacht, okay, hier nehmen wir Taumkraftblöcke, die da am besten sind. Und es schaut chaotisch aus. Ich habe Sachen im Kopf, wie ich das so aufbauen will, etc. Und da drüben vielleicht sogar den Altar oder ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass das fertig wird. Jedenfalls nicht im Survival-Modus, weil das natürlich wieder viel ist für den ja, Survival-Modus und man das Ganze eher im kreativen Modus machen sollte. Haben wir es hier eigentlich? Hier haben wir das Ganze. Jetzt gibt es nur noch eins zu zeigen. Achso, ja, wegen den Queries. Wegen den Queries. Eine Query läuft noch im Nether. Da wird ein riesengroßes Gebiet abgebaut. Ganz ehrlich gesagt, die Marker habe ich hier mit Waypoints gemacht und habe mich danach dorthin teleportiert. In der Hoffnung, dass ich nicht gerade sterbe in Lava falle, wobei ich habe ja jetzt mittlerweile eine Draconic Evolution Rüstung an und irgendwo habe ich auch noch den Helm. Hier habe ich wegen Taumkraft das Ganze, die Brille auf. Habe ich eigentlich nicht mehr so viel von Angst vor der Lava. Aber deswegen ist es so, dass ich hier sehr viel Nether Rohstoffe habe und ich habe auch noch die Query laufen lassen auf dem Mars und nochmals auf irgendeinem Planeten. Ich glaube, das war. Ups. Also, deswegen. Ich bin ja im Kreativmodus. Da kommt man, da kriegt man gar nichts raus in dem Fall. Ja, keine Ahnung. Auf irgendeinem Mars und Mars Oberon. Genau, auf dem Oberon. Weil ich das komische, das hier, das komische Metall brauchte, das ich bis heute nicht aussprechen kann. Und Dash. Ganz viel Dash brauchte ich. Um die ganzen Raketen zu craften, weil ich mache ja jede Rakete doppelt und so weiter und so fort. Und ja. So, wo wir jetzt noch hingehen, das ist die Mining-Welt. Und zwar wegen. Ihr werdet das gleich sehen, jetzt haben wir fast Kopfhörer runtergerutscht. Ich habe hier sehr viele Solarpanels am Laufen, weil ich hier ein riesengroßes Teil mit dem Replicator for Industrial Craft gemacht habe. Man sieht es hier, Mass Fabricator ohne Ende. Vielleicht sind auch die das Problem. Ich müsste da mal wirklich in meiner Testwelt hier danach Anschluss der Aufnahme mal alles abbauen und schauen, was passiert. Wobei ich glaube, ich habe hier
die Chunks eh nicht mehr geladen. Aber vielleicht ist genau wieder das Problem, dass sich die Maschinen eigentlich. Ich hätte hier irgend so eine Ein- und Ausschalter basteln sollen, damit die Solarpaneele. Das Problem ist, da unten ist gleich der Mass Fabricator. Das bedeutet, jeder Mass Fabricator hat hier ein Solarpanel und ist natürlich ständig auf volle Pulle am Laufen. Mal schauen, mal schauen. Kann das im Anschluss der Aufnahme mal alle Solarpanels wegradieren und schauen, was passiert, ob es die Lags besser sind oder wie schaut es eigentlich jetzt aus mit den Lags da? Schauen wir unten auf die Uhrzeit. Ja, ist immer noch für'n Arsch. Was ich auch gemacht habe hier. Ich konnte nicht anders. Ich habe mir eine Query hingebaut und habe gesagt, baue mir ein World Whole Update rein und habe das alles abgebaut. Was ich im Anschluss auch noch gemacht habe, weil es mir nicht gefallen hat, ich habe hier im Bereich einen Bereich bis hierher. Das ist schon weg, das ist jetzt nur noch nicht aktualisiert, weil normalerweise schaut das so aus, wenn ein Whole Update drüber läuft und ich habe hier alle Flüssigkeiten mit Sponges und weiß Gott ich was aufgewischt. Das haben wir aufgewischt, genau. Ja, das war eine längere Übung und da bin ich sicher einige Stunden dran gewesen, die eigentlich völlig umsonst waren. Was hier noch geplant ist, also wenn wir jetzt zu unserem Solaranlagen, Crafting, Industrieanlage gehen, wie auch immer, dass man das nennen will, da ist schon wieder das Blizzbauder. Apropos Bliss Powder, ich habe mit, nein, dem Basalz habe ich nie gefunden. Genau den musste ich mich ercheaten. Naja, egal. Photovoltaikzellen habe ich noch genug, aber natürlich, die Query ist jetzt schon lange ausgeschaltet und was als nächstes eigentlich ansteht, ich werde da das Hole Upgrade entfernen und ich habe da wirklich vor, da auch ein riesengroßes Gebiet abzuernten. Man sieht schon, dass ich da schon mal was abgeerntet habe. Die sind da schon alle aus Erde, da auch, auf der Seite auch. Also es ist ja nicht so, als ob nichts passiert wäre. Hier ist auch alles mittlerweile Erde bis hier unten irgendwo und dann darüber. Aber da will ich auch ein riesengroßes Gebiet markern, einfach nur damit die läuft und die Rohstoffe in diese Maschine reinpumpt. Das große Problem oder wo es immer liegt, ist eigentlich, dass hier. Oh, ich sollte hier vielleicht noch irgendwann einen neuen Cache-Rand pflanzen, damit mehr Stil gespeichert werden kann oder den einfach ersetzen durch einen größeren. Weil mittlerweile kann ich je die größten Caches hintun, das ist definitiv egal. Also man hat die Rohstoffe ja, es ist ja nicht so. Und wisst ihr was? Seitdem ich die Dinge abgebaut habe, ist es nicht mehr, es ist es funktioniert. Schaut mal unten. Ja, das sind schon die Maschinen. Hundertprozentig. Das sind genau die Maschinen. Da muss ich mir einfach was überlegen, damit ich die irgendwie vom Stromnetz nehmen kann, mit irgendwelcher Schaltungen oder einfach nur irgendwo ein Kabel kappen. Ja, es schaut so aus. Jetzt gehen wir noch mal in die normale Welt und schauen, ob es danach gleich wieder anfängt, weil eigentlich die Chunks sind ja trotzdem in der Nuller-Welt geladen. Also das. Und jetzt fängt es an. Nein, doch. 5, 6, 6,
7, 8, 7, 8. Naja, wäre zu schön gewesen, zu schön gewesen. Gut, ich glaube, wir gehen jetzt noch schnell noch in den Nether und schauen uns an, was uns der Nether noch bringt, wenn ich meine Maus wieder habe. Ich weiß gar nicht, wieso die Kuh hier drin steht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, wieso das die Kuh hier drin steht. Entweder hat man mich da mal getrollt oder ich weiß selber nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich wüsste auch gar nicht, wie die Kuh in den Dachboden kommt. Portal. Ich Idiot. Query. Genau. Hier steht die Query und pumpt da die ganze Zeit da 100 Erze. Man sieht schon, ich habe immer die ganzen Resonant-Caches da überall drin, weil man sich es ja leisten kann. Gut, ich würde sagen, das war's jetzt von mir. Und das ist schon ein bisschen komisch, wenn der Nether auf einmal nur aus. Oh, da sieht man die Zwischending, wo der Marker liegt. Wenn der Nether auf einmal nur noch aus Dirt besteht. Schön, schön. Fehlen leider die Blümchen, gell? Dann müsste mal interessanterweise, wenn das in der Oberwelt passiert, dann ist es gleich mal ein Grasblock mit Blümchen, aber hier im Nether fehlt das. Ach ja, falls euch nicht wundert, ich habe auch ich spiele hier auf Peaceful. Schaut, unten, nein, unten links, die Uhr läuft nicht, die läuft nur in der Mining. Habe ich wieder so ein doofes Mining-Welt-Leak, wo ich bis heute noch nicht sicher bin, ob das, was ich mal umge. Jetzt ist die Kuh hier drinnen. Eben, ich habe keine Ahnung, wie die Kuh da auf den Dachboden gekommen ist, damit sie in den Nether kommt und wie sie überhaupt in den Nether kommt und umgekehrt. Und ja, dann habe ich vielleicht wieder so ein typisches Mining-Welt-Problem, wo ich bis heute nicht weiß, wieso das passieren kann und warum und weswegen. Also ich weiß zwar wieder, wie ich es behebe, indem ich ein paar Files in der Mining-Welt lösche, aber das Komische dabei ist, ich dachte, ich hätte es mal gelöst. In dem Fall habe ich es doch nicht gelöst. Muss ich dann mal probieren? Muss ich dann mal probieren? So, aber das ist alles für danach. Ich würde sagen, schauen wir mal ein bisschen dem Mond entgegen. Nee, darüber. In dem Fall würde ich sagen, habt's noch fein. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich komme jetzt auch noch wieder mehr zum Aufzeichnen. Ich bin ein bisschen am Vorproduzieren, weil ich wieder Angst habe, dass wenn ich jetzt da wieder ein paar Wochen immer wieder Zeit habe, ich dann auf einmal keine Zeit mehr habe. Aber man wird es sehen, schön wie der Himmel auf und ab hupft. Ja, in diesem Fall, Leute, ich wünsche euch noch was. Habt's noch fein. Bis dann. Tschüss, ciao, ciao und bye bye.